Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, als er war mit den Gefährten und auf einmal gab es eine Frau, die ihr Kind verloren hat. Säugling, ja? Der ein Kind, was immer noch die Muttermilch bekommt. Und sie war so verzweifelt, sie hat die ganze Zeit nach diesem Kind gesucht und dieses Kind nicht gefunden. Irgendwann mal hat sie das Kind gefunden und an sich gezogen. Und er hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er ist der beste Lehrer sallallahu alaihi wasallam, er hat anhand diesem Beispiel, hat er den Sahabern eine Lehre beigebracht. Er sagte zu ihnen, seht ihr diese Frau mit ihrem Kind? Haben sie gesagt, ja. Er sagte, was würdet ihr denken? Würdet ihr denken, dass diese Frau ihr Kind einfach so stehen lässt? Einfach so wegschmeißt? Da haben die Sahaba gesagt, nein, ja Rasulallah, niemals würde sie das machen. Warum? Weil die Mutter ist in der Regel barmherzig zu ihrem Kind. Vor allen Dingen das Säugling, barmherzig. Okay. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, er schwört, Lallahu, wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger zu seinen Dienern als diese Frau zu ihrem Kind. Unsere Mütter, mashallah, yani, es gibt keine Frau, die sich, oder kein Mensch, der sich so um uns sorgt wie die Mutter, oder nicht? Kein Mensch liebt uns so sehr wie die Mutter. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger zu dir als deine Mutter zu dir. Deine Mutter sorgt sich um dich, wenn du abends nicht nach Hause kommst, wenn du nicht anrufst, wenn du zu spät kommst, deine Mutter kann nicht schlafen. Warum? Weil sie sorgt sich um dich, sie liebt dich, sie hat Barmherzigkeit gegenüber dir. Allah subhanahu wa ta'ala hat noch mehr Barmherzigkeit gegenüber dir als deine Mutter zu dir. Guck mal, wie oft hast du gesündigt? Wie oft hast du Fehler gemacht? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dich immer wieder zurückgebracht. Immer wieder zum Islam. Immer wieder zum Koran. Immer wieder zur Moschee. Das gehört zur Barmherzigkeit Allahs. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح.